Ja, falt mal. Macht sie gleich ein bisschen dreckiger. Servus Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal ATV Nation Germany. Wie ihr hier wunderschön sehen könnt, habe ich die neue Seaforce 1000 Touring dabei vom Stefan und diese Maschine kriegt heute einen Haufen Zubehör rein. Wir haben Unterbodenschutz aus Kunststoff, wir haben Frontbumper und Heckbumper. Leider sind meine Auspuffendstücke noch nicht da. Grüße gehen raus an dich, Martin. Schau mal, dass du das hinkriegst. Auch hier das ganze Zubehör haben wir von der Firma World for ATV und wie wir das hinbauen und was wir dafür benötigen und schlussendlich wie das Ganze ausschaut, erfährt ihr wie immer nach dem Intro. Close your eyes. Also Leute, Video ordentlich anschauen, dann erst loslegen, dann spart ihr euch vielleicht den ein oder anderen Schritt. Wie lange die wart? Wir sind richtig am Ölen. Hätte ich mir vielleicht ein bisschen... Also, eingepackt ist das schon mal gut, oder Wolfi? Was sagst du? Sehr gut sogar. Weiß nicht, wie du das umstellst. Ja, falt mal. Macht sie gleich ein bisschen dreckiger. So, das ist einmal Front. Wow, gut. Ich hätte aber fast gesagt, wir packen jetzt einfach mal aus, dass wir das uns mal angucken können. Denn das ist auch für uns jetzt, liebe Community, absolute Premiere. Denn wir haben die Bumper jetzt erst bekommen, hat alles ein bisschen länger gedauert, bis sie zu uns gekommen sind. Und jetzt können wir den ersten Bumper-Set auch verbauen. Oh ja, der schaut ja viel schnittiger aus wie der alte. Gefällt mir schon mal saugut. Stefan, der nickt. Übrigens, der Stefan, für euch, liebe Community, ist heute Kameramann und kann hier live dabei sein und zugucken, wie wir seine Maschine aufwerten. Zehner Nuss übrigens, Leute, dass wir das da schnell runterkriegen. Da vorne haben wir nur 30er Torx. Gott sei Dank habe ich eine Wampe. Was hättest du jetzt da noch in Stahl jetzt keine Wampe gehabt? Hättest. Zack, wäre sie runtergeflogen, hättest du die bücken müssen. Und von unten ist noch eine deine. Von unten ist auch noch eine? Ja. Und da drinnen ist auch noch eine. Ja, woher weißt denn du das schon wieder? Haha, was runtergehabt? Hä? Beim ersten Kundendienst. Stimmt, da haben wir es runtergeschaut. Ja, kann man da runterreichen, ist da Plastik. Ja. Yeah. Halt deine Klappe. Ich möchte mir ein neues Plastik zahlen. Übrigens, liebe Leute, dass ihr auch wisst, was sich da drunter befindet. Wir haben hier einmal unser wunderschönes Motorsteuergerät. Sehr gut positioniert, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin. Ich hoffe, ihr könnt es hier auch schön sehen. Und wenn wir dann rechts rüber schauen auf die andere Seite, hier ist das ganze Gedöns vorgefertigt für die kommende T-Box. Zu der T-Box habe ich euch ja schon im alten Video ein bisschen was dazu gesagt. Wird eine richtig coole Sache, wenn wir das nach Deutschland herbringen. So, den habe ich hier an der Seite auch schon locker geschraubt. Den müssen wir den dann hier dementsprechend auch rausziehen. Das sind 13er,
Schrauben, Schlüsselweite 13 und dann kann man den hier ganz gemütlich rausschrauben. Die da, genau, die haben wir braucht. So. Und zwar kommt der so und der kommt so. Kannst du mir auch 13 kleine Nuss geben, Wolfi? So, die muss runter. Jo. Die da hinten. Auch. Dann die da. Und die da. Dann kann ich im Normalfall, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Wolfi, einen 13er brauche ich. Da hast du mir einen 12er geben. Da hast du 13er, oder? Jo. Muss aber bei 13 drin liegen. Das glaube ich jetzt nicht. Ich hätte ihn ja nicht geben. Ja, ja, du hast es halt nicht 10. Du hast es doch nicht 10. Ich hab Brett auf. Das ist. So, gut. Und auch, liebe Leute, ich mache das hier einfach alles mit dem hier. Empfehle ich euch nur, wenn ihr auch damit ein Gefühl habt, weil sonst macht ihr alles kaputt. So. Der Wolf hat gesagt, das kann er jetzt auf der Karosserie draufschmeißen, das macht ja nichts. Muss halt aufpassen, nicht, dass er einen Ivo aufschmeißt dann. Du hast davon sowieso schon einen Kratzer, also. Hast schon einen Kratzer. Sonst sieht er nichts, gell, aber sowas sieht er. Sind schon am Start. So. Wie ihr sehen könnt, haben wir das Ganze dann wieder oben drauf gelegt. Jetzt müssen wir mit den mitgelieferten Schrauben einfach das Ganze hier arretieren. So, einmal und zweimal. Habt ihr hier unten die Schrauben schon angesetzt? Nein. Nee. Ich möchte die Maschine nicht beschädigen. Nicht, wenn man so beobachtet wird, gell? Ja. Gleich mit Kamera steht er drauf und nimmt alles auf, was wir an seiner Maschine tun. Merkst du was? Ich glaube, die mich gepackt haben. No, die ist so bockschief drin. Zieh mal ein bisschen. Ja, sehr gut. Perfekt, sind wir drinnen. Bei ein paar Maschinen, liebe Leute, da brauchst du Spanngurt und alles. Bei der neuen CF geht es einfach und easy mit Manpower. Und Stefan, falls das so. Sieht gut aus. Also Stefan, sein Gesicht war gerade so. Ich hoffe, ich konnte es halbwegs Sinn zu machen. Er hat ein bisschen schöner dabei ausgeguckt, das muss man auch ehrlich sagen. So, oben noch festmachen und da haben sie auch noch was saugeiles gemacht, liebe Leute. Ja, ein Leitbarhalter, wenn man den schön findet. Willst du den dran lassen? Oder? Ist schon ein Leitbarhalter. Schauen wir mal hinten rein. Die verbauen den auch nicht. Nee. Doch, oder? Nö. Nee, da ist auch nichts, die haben alles schon fest. Also, die Nummer 3. Wo kommt die Nummer 3 hin? Schon mal 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 4, 5. So, die 3 wird laut dieser Anleitung nicht benötigt. Cool. Was könnten wir uns jetzt damit vorstellen? Irgendwie könnte es auch hier nur halbwegs passen. Also ich wüsste jetzt auch nicht, was wir mit dem jetzt großartig anfangen wollen. Ne, es macht gerade nirgendwo, wenn ich ganz ehrlich bin, Sinn, außer da oben jetzt. Wenn man da oben mal Leitbar hinmachen will, aber ganz ehrlich, da findet man auch was Schöneres. Dann schaut das nicht so bescheiden aus. Oder liebe Community? So, im Groben und Ganzen war es das. Hier die Imbusschrauben noch schön festmachen. Ihr habt es gesehen, gar kein großer Act.
Und ich muss ehrlich sagen, schaut saugeil aus. Also ich glaube, mit farblichen Akzente, wie es der Stefan immer drauf haben möchte, wird es eine richtig schöne Sache. Dann machen wir das jetzt hier noch schön fest. So, schaut das Ding schon mal vorne rum aus. Jo, Porno. Warte, ich mach mal das Licht dazu an. Ja, fällt mir. Mhm. Macht sie gleich ein bisschen dreckiger. Gut, bauen wir noch schnell hinten hier. Aber wenn ich euch das jetzt alles zeige, dann sprengen wir heute den Rahmen. Ich hoffe, euch hat wie immer das Video gefallen. Ich hätte jetzt gesagt, Koffer rauf, raus, walk around, Feierabend. In dem Sinne, haut's rein, liebe Community, bis zum nächsten Mal. Sorry in the name of love.